Die schlimmsten Momente sind wirklich die Blicke der Leute. So Sprüche wie, komm doch, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Und dann denke ich mir so, wohin? Nach Saarbrücken? Wow, Sie können Deutsch. Ja, stellen Sie sich vor, das ist sogar meine Muttersprache. Sowas ist doch nicht Deutsch. Das gehört gar nicht nach Deutschland. Dann geht man zurück nach Saudi-Arabien. Wenn ich ins Theater gehe, dann ist ja, dann hatte ich immer diese Blicke, so, oh Gott, was macht sie hier im Theater? Ein bisschen ängstlich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute immer gleich an Bombenanschläge denken. Mittlerweile fange ich an zu lächeln, wenn die Leute mich länger anstarren, als wären sie im Zoo. Ich befand mich auf einer Straßenkreuzung, ich wollte die Ampel überqueren. Und eine etwas ältere Dame ist mir entgegengelaufen und schaut mich erstmal abwertend von oben nach unten an und sagt dann, was hat sie denn an, Zigeuner oder was? Die meisten meiner deutschen Mitbewohner nehme ich ja nicht als Deutsche wahr. Aber ich fühle mich schon als Deutsche. Wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dann ist sie Muslimin. Okay, kein Problem. Aber wenn sie ein Kopftuch trägt und Muslimin ist, dann ist sie auch gleich homophob. Dann ist sie gegen Juden. Dann ist sie, keine Ahnung, die Unterdrückte. Ich trage es freiwillig. Man muss mich nicht retten. Ich bin okay. Wir sind jeden Tag zu Hause. Wir kriechen uns. Wir kochen jeden Tag. Wir putzen jeden Tag. Man halt nichts. Nein. Sei ehrlich, wer schlägt dich? Keiner? Ich glaube, ich habe sogar mehr Freiraum als mein Bruder. Also es herrscht ja das Vorurteil immer, dass die Brüder und die Väter so das Sagen haben und die Frauen unterdrücken und die Frauen alle hinterm Herd stehen. Aber bei uns ist es so umgekehrt. Also bei uns ist es nicht so. Bei uns haben die Frauen eher das Sagen. Bei uns haben die Frauen die Hosen an. Das ist einfach schade, dass die Menschen so kleinkariert denken. Deutschland ist ein Einwanderungsland und ich bin nicht mal hier eingewandert, sondern ich bin hier zu Hause. Deutschland ist meine Heimat. Meistens ist es halt so, dass zum Beispiel, wenn jemand neben mir ist, der sich auch für diese Stelle beworben hat, dass dann diese Person genommen wird, weil sie kein Kopftuch trägt. Ich hatte ein anderthalbstündiges Bewerbungsgespräch, wo es dann auch irgendwann nicht mehr um meine Qualifikationen ging, sondern einfach nur, was für eine Meinung ich habe. Und also islamisch gesehen, wo ich mir denke, was hat das denn mit der Arbeit zu tun? Ich würde schon gerne an der Grundschule Erzieherin sein. Was mir auch wiederum so Angst macht, dass man überhaupt als Lehrerin ja nicht mit Kopftuch akzeptiert wird. Da, wo ich mich bewerbe, die sollen mir halt eine Chance geben, mich nicht danach beurteilen, was ich auf dem Kopf trage, sondern einfach danach, was ich kann. Das ist ein Stück Stoff, mehr nicht. Es muss sich auf jeden Fall insofern was ändern, dass die Leute offener werden, die Vorurteile mal wegpacken, sich informieren, sich mit diesen Leuten unterhalten. Wir sind total vielfältig, wir sind bunt, wir sind witzig, wir sind cool, wir sind verrückt, wir sind einfach normal, wir sind einfach ein Teil der Gesellschaft. Wir sind wir.